und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Borderlands 3. Fett. Sieht echt cool aus. So, es geht. Uiuiui. Stabilisator wahrscheinlich. Hui. So, jetzt wollen wir mal. Upsi. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir irgendwie den Laser abschalten können. Aber ich glaube, ich gehe mal nicht dahin, wo ich hingehen soll und schau mal hier zum Beispiel. Ah, die Sache mit Skywell. Skywell 27 war eine der Abbaustätten im Orbit um Promethea. Irgendwo war dort so ein armer Trottel eingeschlossen worden und der funkte jetzt, dass überall um ihn herum eridianische Ruinen wären. Mir war klar, dass das eine Lüge war, damit ein Konzern ein Rettungsteam schickt und man den armen Kerl nicht einfach dort krepieren lässt. Ich traue eher einem räudigen Skag als einem Konzern. Außer natürlich, der Skag ist der Chef eines Konzerns. Okay. Nicht auszudenken. Okay. Ja. Super lustig. So, ja. Ach genau, ich wollte noch sagen, dass... komme ich da hin? Oh, da kommen wir hin. Dass ich jetzt Borderlands... Warte, ich warte mal kurz. Dass ich hier Borderlands jetzt nur noch zweimal die Woche hochladen werde. Wie die ganzen anderen Folgen. Das bringt uns etwas Zeit. Die Vernichtung von Lazy Riverland verzeih ich Katakawa nie. Meine Angestellten und ich haben uns dort immer entspannt. Und jetzt bin ich verspannt. Und ich habe keine Brötchen mehr. wie, also, alle zwei, also zweimal die Woche kommen ja auch die ganzen Rome-Let's Plays und so weiter. Und ich habe jetzt Borderlands eigentlich jeden Tag hochgeladen. Weil das eben, ja, das Neue war, also das neue Spiel. Und das schaffe ich jetzt aber nicht mehr zusammen, weil ich jetzt auch noch Star Wars The Fallen Order und Planet Zoo spiele. Und die kommen jetzt ja jeden Tag. Und neben der Arbeit, ja, das ist zu viel dann. Deswegen. Das hat sich in meinem Kopf besser angehört. Dann vergessen wir das. Aber hey, das hat funktioniert. Was zur Hölle ist hier los? Ich wollte dem Atlas Hauptquartier gerade einen Iro verpassen. Bring diese Düsen wieder zum Laufen, sofort! Oh ja, beseitige die Kultisten und dann weiter. Der Hintereingang der Einrichtung liegt gleich voraus. Hi. Hey. Na komm, und bam. Was, eine Hand frisst die andere? Geht das nicht anders? Oh, warte, C. Entschuldigung, so. Hallo. Gerade, ah, das ist ein bisschen... Das bewegt sich so komisch. Come on. Stirb. Also Borderlands und die Mucke ist einfach geil. Ah, ich dachte, der wäre schon leer. Viel Glück im nächsten Leben. Dieser Schacht ist unser Eingang. Du musst nur den Hebel zum Entriegeln finden. Nicht so schnell, Kammerdieb. Meine Familie hat dich zum Fressen gern. Oh Mist, Vorsicht! Ja, ich sehe auch. Na komm. Ja, wo bist du? Ich gehe mal hier hoch. Boing, boing. Ah.
Wie weit wirft sie denn? So, jetzt. Ja. Gut, ich dachte, wir werfen viel weniger. Weniger weit. Ach, egal. So. Oh, ist das süß. Kennst du die Nutzungsbedingungen nicht? Nö. Pumpgun macht echt Spaß. Hi. Das macht viel zu viel Spaß. Oh Gott. So, dann wollen wir mal. Was? Nichts? Ach komm schon! Ich hab dich in die verschissene Maliwan-Basis reingebracht. Wo bleibt die Party? Drück einfach die Party-Taste. Q, glaube ich. Komm her und hol mich, Ketzer! Nee, Q ist nicht. Mein Chili-Rezept mit ins Grab. Dass wir alle Chili-Rezepte haben. Na komm. Jetzt habe ich meinen Spruch vergessen. Deinen Spruch vergessen? Mich zerlegst du nicht. Oh, wow. Ah, das war so ein Explosion-Typ. Na? Hi. Na, wie geht's dir? Endlich meine Belohnung. Hä? Endlich deine Belohnung, ja. Okay. So, warte. Solange ich das da nicht benutzen kann, benutze ich mal die da. So. Weil da habe ich ja mehr Chance auf den Feuerschaden. Weil die ja schneller schießt, ne? Boing. Wo soll ich denn hin? Erstmal alles hier einsammeln. Aha! Ja, wow. Hier geht's nirgendwo hin. Da drüben noch eine Waffending und dann gehen wir. Und hier noch.
Sollen wir echt da rein? Ja, lol. Springe rein! Gut, ich habe soeben herausgefunden, wie ich Katagawas Laser hacken kann. Der Kontrollraum ist gleich davon. Steck ein Viper-Laufwerk ein. Atlas, hochmodern. Yo, Reese, sind das Killers fern? Oh nein, ich meine ja! Aufpasst! Wie nur wenige. Bam! Nein, 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 nein. Nein, nein, komm und hol's dir. Daisy. Ein neuer Tag. Eine neue Desintegration. Du hast Maliborn gerade viel Geld gekostet. Gut. So. Hui. Wow. Das sind ja fette Dinger. Uiuiui. So. Wir müssen da hoch, ne? Ja. Schauen wir mal, woanders hin. Oh. Nee, da müssen wir hin. Ja, cool. Dann holen wir uns noch das kurz und dann gehen wir da rein. Also die Munition da hinten werde ich mir jetzt nicht holen. Hey da, Kammerjäger. Viperlaufwerk. Hochmoderner Schrott. Jetzt stirb bitte! Scheiße! Wenn ich da unten wäre, würde ich diese Tür sowas von hacken. Wie ein cooler Typ. Moment. Ich habe eine Idee. Ich kann eine dieser süßen Sphären übernehmen und dir helfen. Such dir eine für mich aus. Ein Herz besonders ist geschrieben. Für meine Lieblingsmutter. Oh, ich will ein Blatt. Heiß. Nicht. Verzeih mir, Mutterplatine. Mutterplatine? Ich soll ihn irgendeine aussuchen, okay. Nein, die stinkt nach Ratchpisse. Woher weißt du das? Haben die Roboter auch Riechsensoren? Hol dir doch die Fette. Oh. Ah, zu groß und nicht mein Stil. Zu groß. Hey, damit könntest du mir wirklich helfen. Wahrscheinlich kommt jetzt irgend so Plüschding oder. Nee, ich meine. Oder so ein Vorbote, so ein ganz winzig kleiner. Ich wette, das wird da. Oh Gott. Wie war das mit dem Plüschding? die da ist perfekt. Sie passt zu Reese. Gott. Nicht. Du klingst wie immer. Oh, der hat jetzt einen Schnauzer. Ich denke, ich krieg das in den Griff. Also für die Akten, das hier ist keine Sonde. Nenn mich bloß nicht Reese Sonde oder so. Geil! Nice. Pistole. Ja, nee, eigentlich. Eigentlich ja nicht. Na? Achso. Sonst noch was hier oben? Nee. Na gut. Na dann, weiter geht's. Nenn mich Reese Sphäre. Wow. Nächster Zungenbrecher. Reese Sphäre.
Zunge gewickelt. Dann nenn mich Reese Bällchen. Wir müssen den Laser aufhalten und dein Kammerschlüsselfragment besorgen. Für Atlas! Oh je, Reese Bällchen. Sphärenscan abgeschlossen. Sehr gut. Hier lang geht's zum Kontrollraum. Ja, dann. Ach, scheiße. Das ist eine Vergnügungssphäre und keine Killersphäre. Ich hab hier Gleitmittel, Musikprotokolle und atmosphärische Beleuchtung. Du musst dich um diese Truppen kümmern, Kammerjäger. Naja, du wolltest ja, Achtung, treue Maliwan-Mitarbeiter. Jeder, der mir einen toten Kammerjäger bringt, bekommt eine 2-Stunden-Karte für die Zanara. Sie ist gerade im Orbit. Und dort gibt es einen Brunnen mit 25 Nacho-Käsesorten, Massagen mit Skagöl und private Kammern mit unseren Service-Bots. Das alles ganz ohne Fragen. Sehr schön. Voll aufs Fressbrett. War das zu viel für dich? Ja. Die Waffe klingt echt cool irgendwie. Ja, warte, bis ich fertig bin. So, ich muss kurz im Takt schießen, sorry. Da oben. Wie komme ich denn da hoch? Ey. Wer ist das? Sehr schön. Oh. So, hier geht's ja überall rum. Wir sind jetzt alle oben. Hi. Granate. Wo bist du? Da bist du. Ach ja. So, was gibt's da? Oh. Ich schaue hier noch, ne? Oh, Kopf. Oh nein. Inventar voll, okay. Schützenkopf. Warte. Jagdabzeichen. Ja komm, ich meine, Geld haben wir später irgendwann genug. So. Hier gibt es noch irgendwas mit Clappy. Da. Und wer hat diesen Clappy als Starthilfe für einen Generator genutzt? Was hat er wohl getan, um so viel Energie zu erzeugen? Eine Bibliothek sämtlicher Dubstep-Songs im ganzen Universum? Aber sie haben mir gesagt, es gäbe nur einen. Den Whoop-Whoop-Song.
So, Skill, würde ich mal sagen. Was geben wir denn? Ah, Bonusschaden, genau. Was ist hier? Beim Bewegen sind Geschwindigkeit erhöht. Okay. Erhöht den Brandschaden von Iron Bear. Den Brandschaden von ihm. Schauen wir mal hier noch. Granaten haben eine Chance, kritischen Treffer zu landen. Ja, das ist jetzt nicht so der Burner. Ja, okay, das. Ja, komm. Das machen wir. Das machen wir, weil den Bär, den benutzen wir eigentlich schon relativ häufig. Ich will das Blaue. Ja, doch nicht. Ich dachte, ich wollte das. Gut, ja, weiter geht's. Let's go! Hier drüben, folge Reese-Bällchen. Ja, du folgst mir. Jetzt ab. Speichern. So, ja, mach mal. Oh, Scheiße. Katagawa hat eine Firewall installiert. Wir müssen die Server zerstören. Hier lang. Das ist die Firewall. Krass. Gut, öffne mal die Tür. Ja, mach mal. Nur genau genommen warte ich hier. Du zerstörst die Server und kommst wieder her. Ja. Natürlich. Ah, oh, da schwebt einfach mal so einer rum. Mann. Ja. So. Dann schauen wir mal hier vorbei, ne? Oh. Was bist du denn für ein Hübscher? Hi. Warte. Na, treffen deine langsamen Raketen nicht, hä? Na. Oh nein. Tja, schade, dass du nur Raketen hast. Okay, der war irgendwie ein bisschen einfach. Naja. Aber der hat ja auch nichts gebracht. Also keine Waffen, keine gar nichts. So. Wo geht's denn hier überall hin? Da ist ein rotes Dingens da. Na, sieh mal eine an. Na, sieh mal eine an. Gesperrt. Ich will das. Wie kann ich das öffnen? Weil da war
Das war, glaube ich, nichts mit. Mit irgendwelchen Kabeln oder so. Ha. Na komm. Warte, ich. Schon mal da rein. Oh, das ist grün. Oder? Ich dachte das. Achso. Ich dachte nur, das wäre grün. So. Ich schau noch mal hier hoch, ob das hier irgendwie irgendein Kabel gab, aber ich glaube nicht. Okay. Das ist ja jetzt krass. Nice. Ja, aber. Wo geht's da runter? Zu einem Aufzug? Wo bin ich denn jetzt? Ganz am Anfang? Hä, wo geht's denn hier lang? Ist alles gesperrt, ne? Nicht? Okay, ich gehe jetzt hier lang. Ganz normal. Flup, 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 flup. Flup. Flup, flup, flup. So. Leuchten im Dunkeln. Was habe ich jetzt gemacht? Achso. Ja, wow. Wow. Okay. Hat voll was gebracht. Dann. Achso. Hier muss ich ja hin. Und jetzt zurück. Dein Kammerjäger flitzt noch immer hier herum. Du gibst wohl nicht auf, was, Reese? Das war's. Sag leb wohl zu deinem Lieblingsfrohgurtstand. Nicht Franz Frohgurt. Ah, alles aber nicht Franz Frohgurt. Ich meine, die haben doch diesen. Laserfeuer in 3, 2, 1. Frische Früchte und drunter dann die. Oh Mann! Oh Mann. Okay. Wo geht's denn jetzt hier lang? Ich kann hier runter. Alter, ist das. Das ist ein bisschen verwirrend hier alles. Oh, hallo. Hallo und willkommen bei Catering für Katagawa, einer Einführungsserie in 672 Teilen. Wenn du das hörst, wurdest du ausgewählt, auf der Sanara zu dienen, dem Vergnügungsjachtflaggschiff der Katagawa-Flotte. Gratulation! Befolge diese einfach zu merkenden Anweisungen, dann schaffst du es weit auf der Sanara. Lektion 1. Vergiss nie deine Stellung. Die Sanara ist zwar der Inbegriff des Luxus, doch dein Leben ist weniger wert als der balanesische Hartholzboden des Zwischendecks. Der einzige Grund, warum unsere Gäste nicht einfach über dich laufen, ist, dass gute Schuhe niemals einen Stoff von weniger als höchste Qualität berühren sollten. Vielleicht kommst du in Versuchung, den Geschmack des Luxus zu probieren. Lass es. Ein Hauch narianischer Zigarre, ein Bissen hermetischer Rinderfisch, ein Schlückchen Singularity Malt Eternity Scotch für deinen Gaumen und du würdest in den Wahnsinn, Selbstmord oder schlimmer noch, in die Hoffnung getrieben. Also halte dich zurück, erfülle deine Aufgaben und träume bloß nicht von einer Zukunft, die du niemals erreichen wirst. Und viel Glück! Ja, super. Ich will echt nochmal zurück, aber egal. Es reicht. Wenn wir Katagawas Laser nicht aufhalten, teilt er das Atlas-Hauptquartier in zwei Doppelhaushälften. Vorstehende leben nicht in Doppelhaushälften. Außer vielleicht der von Tidior. Die bauen nur Schrott mit Abzug. Verflucht! Ich bin nur traurig wegen
Na dann. Hier kommt der Plan. Wir stürmen den Kontrollraum, nehmen das Kammerschlüsselfragment und schalten den Laser aus. Cool? Cool. Tschüss. High five. Kann ich gar nicht. Oh. Jetzt hätte ich den... Gut. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis dann. Macht's gut. Und wie gesagt, jetzt kommt Borderlands immer dienstags und sonntags auf meinen Kanal. Bis dahin. Bye, bye.